Hier pfeifst du aus dem letzten Loch. In diesem Sinne. Guten Tag. Hier ist der Paul von der Kaffeekommune. Schön, dass ihr wieder reinschaut und mal gucken, was uns heute die Katze vors Haus gelegt hat. Oder vor die Tür. Oder ich bin ja gar nicht Kurt Krömer. Aber schauen wir doch mal ganz kurz, was klappert so. Es gibt nur eine Sache, die so klappern kann. Das ist ein Teil davon. Vielleicht erkennt ihr es schon. Das ist der zweite. Der Gina Brewer von Goat Story. Heute möchte ich mir den mal mit euch zusammen anschauen, was er so kann, was er nicht kann, warum er berühmt ist und von wem er eigentlich ist. Von Goat Story selber habe ich mir schon den Arco Grinder angeschaut. Dazu gibt es einen Link. Ich weiß nie, in welcher Ecke. Ich glaube, in dieser hier, dass ihr euch anschauen könnt. Und Goat Story hat hier, ich glaube, das war eins der ersten Produkte, wenn nicht das erste Produkt, das sie auf den Markt gebracht haben. Und damals beim Crowdfunding habe ich mitgemacht und habe mir den gekauft. Habe also viele, viele Jahre Erfahrung mit dem Gina Brewer. Und ja, und die möchte ich mit euch teilen und das Gerät so ein bisschen mal analysieren und durchgehen. Das ist ein Multipurpose Device. Also man kann mit einem Brühgerät hier verschiedene Arten von Filterkaffee brühen. Von einem Drip über einen Immersion bis zu einem Cold Drip ist irgendwie alles drin. Also vielleicht nur mal zum Gerät im Allgemeinen. Ich habe hier diesen Metallfuß und dieser Metallfuß ist zugegebenermaßen wirklich sehr schön gearbeitet. Also man merkt schon hier, wie satt das Material ineinander greift. Das ist eine schöne Lackierung. Unten drin ist eine Waage mit integriert, die per Bluetooth mit meinem Handy verbunden ist und ich die Waage dann sozusagen ablesen kann. Gleichzeitig habe ich hier so ein feinmechanisches Ventil, wo ich eben eine Tropfeinstellung für den Cold Drip machen kann oder eben auch die Flussrate beeinflussen kann des Filterkaffees oder die Flussrate komplett blockieren kann und damit einen Immersion Brew mache. Also ein bisschen sowas wie ein Clever Dripper eben mit vereint. Also hier kann man mal vielleicht so reingucken, aber Close-Ups machen wir ja auch. Dann habe ich hier den Deckel. Das hier oben ist aus Keramik, dann habe ich hier Metall, dieses schön gearbeitete Rad und die Glaskaraffe mit dem Einsatz als Filterhalter für den Cold Drip. Und ja, vielleicht nochmal zu Goat Story im Allgemeinen. Was ist Goat Story überhaupt? Ich weiß es auch nicht so genau. Das ist eine Firma, die verschiedenstartige Produkte hat. Also einmal, was haben die eigentlich mit Ziegen zu tun? Ich weiß es nicht. Der Gina Brewer ist, wie gesagt, eines der ersten Produkte. Die haben auch eine Art Espresso-Maschine, die sie rausgebracht haben, vielleicht rauskommen wird, die Luca heißt oder Luca oder Luca oder ich weiß nicht so genau. Und die haben auch eben die Mühle rausgebracht, aber auch so ein Cold Brew Kit und einen Trinkbecher, der aussieht wie das Horn von einer Ziege. Genau, ja, so ist das. Und ja, richtig, warum, also wieso ist die berühmt geworden? Also wieso ist der Gina Brewer berühmt geworden? Natürlich, weil Emi Fukahori, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die in Zürich das Mame betreibt, damit den World Brewers Cup gewonnen hat. Und in den, also das Rezept kann ich logischerweise nicht toppen. Und das Rezept haben wir in der Beschreibung des Videos verlinkt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wer da beim Brewers Cup mit gewonnen hat. Also Brewers Cup ist ja der Wettbewerb, der von der SCA ausgetragen wird, wo es um Filterkaffee geht. So, World Brewers Cup 2019 war das. Und 2019, als die Emi den Gina Brewer dafür benutzt hat, habe ich auch wieder gedacht, ach komm, ich packe den Gina Brewer mal wieder aus und probiere ein bisschen mit rum und arbeite wieder mal damit. Genau, und darum soll es jetzt gehen. Jetzt machen wir mal Kaffee damit und schauen wir uns mal an, was kann der Gina Brewer und was kann er nicht. Und ja, los geht's. Ja, ich habe jetzt einen Brew gemacht nach dem V60-Rezept.
das ihr ja auch schon kennt, wozu ich ein Video gemacht habe. Also schaut mal rein, welches Rezept das dann im Detail ist. Habe ich mit dem Gina Brewer gemacht. Und er läuft und läuft und läuft. Also das ist etwas, was mich am Gina Brewer, neben der wirklich dem wunderschönen Design und der Materialität, die auch ursächlich dafür war, dass ich mir den gekauft habe, eigentlich schon immer gestört hat, dass man keine schnellen Brews machen kann, sondern eben nur langsame, weil die Flussrate durch das Ventil hier eben so eingeschränkt wird, dass man eben keine Quick Brews machen kann. Gleichzeitig ist es so, dass, oder zumindest habe ich die Einstellung noch nie gefunden, die App nicht, also in den letzten Jahren, ich glaube einmal oder so geupdatet wurde oder zweimal maximal, und dass so ein paar wesentliche Einstellfaktoren ich nicht beeinflussen kann, also zum Beispiel eine pre-gesettete Präinfusionszeit zu verändern oder die Brew-Steps zu verändern oder. Und ja, dieser Brew hat jetzt mehr oder weniger 4 Minuten 10 gedauert. Im Gegensatz zu wohlgemerkt gleicher Mahlgrad, gleiches Setting, gleiches Filterpapier. Bei einem V60 wären wir hier etwa 1 Minute 20, 1 Minute 30 schneller. Ja, den probieren wir jetzt gleich nochmal, messen wir mal und dann gucken wir mal, was die Extraktionsrate sagt. Der Cold Drip, der funktioniert ganz gut und auch die Immersion Brew funktioniert natürlich auch, weil ich kann das Ventil ja ganz schließen und dann aufgießen, wie eben bei einem Clever Dripper. Der Unterschied ist aber auch hier, dass wenn ich einen Clever Dripper öffne, die Flüssigkeit schnell abfließt, also der Kaffee schnell abfließen kann und das hier auch nochmal deutlich länger dauert, was man mit einplanen muss. Jetzt ist Schnelligkeit natürlich nicht immer gleich besser. Ne? Sondern langsame Brews können ja auch gut sein. Nur meine Erfahrung ist, gerade bei den Drips ist so, dass die Klarheit und die Spritzigkeit und die Fruchtigkeit in der Tasse für mich auch in einfach den schnelleren Brews gut funktioniert. Und jetzt mal einfach gesehen an dem V60-Rezept, das ihr von mir kennt, funktioniert das einfach nicht. Und das liegt nicht am Ventil selber, weil das würde das von der Flussrate hinbekommen, sondern es ist eine konstruktionsbedingte Sache. Also das heißt, das Filterpapier, das zeige ich euch mal. Also das Filterpapier, das hat ja so eine Spitze, ne? Also hier. Und diese Spitze, die trifft von der Geometrie des Filterhalters, landet diese Spitze genau im beginnenden Metallventil und verschließt das. Also das heißt, die Flussrate wird nicht nur beeinträchtigt von der Einstellung, sondern einfach die Papierspitze blockiert die Einfullöffnung und deswegen habe ich diese sehr langen Brews und kann das eben nicht einstellen, kann ich entscheiden, ob ich einen schnellen oder einen langsamen Brew mache. Was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe angefangen, die Kante hier umzuknicken, einfach um auf eine schnellere Flussrate zu kommen, weil einfach diese Bodylastigkeit der langen Brews mich ein bisschen gestört hat. So, ne? Das zweite ist, dass ich durch die Keramik, also wenn wir jetzt an den Immersionsbrew denken, zum Beispiel von einem Clever Dripper oder so, dann ist es so, dass die Keramik, aber auch das Metall, das erhitzt sich ja wahnsinnig. Hier ist es total warm. Das heißt, es nimmt auch sehr viel Energie auf. Das heißt, die Materialität hier ist zwar wunderschön, aber gerade dadurch, dass das Wasser eben hier in Kontakt mit viel Metall, also mit Metall, aber auch vor allem mit der Keramik hier kommt und der Verbindung daraus, nimmt die eben nochmal mehr Energie auf als zum Beispiel jetzt ein Clever Dripper. Okay, was ist noch sozusagen? Was mir aufgefallen ist, und das kann sich jetzt durchaus durch die Generationen dieses Brewers verändert haben und ist heute mit Sicherheit nicht mehr so. Ich habe kein aktuelles Gerät, ich wollte mir nicht nochmal einen kaufen, deswegen ist das halt so eine Erstgeneration Gina Brewer, ist jedoch mäßige Akkulaufzeit und einfach nicht die Möglichkeit, das Gerät auszuschalten. Also es ist praktisch immer im Standby, es leuchtet immer eine blaue LED unter dem Gerät und die leuchtet halt 2-3 Tage und dann ist sie halt aus, ne? Dann geht nichts mehr. Und das andere ist, dass die App-Entwicklung, die muss halt weitergeführt werden und immer wieder geupdatet werden und auch, es muss auf natürlich Wünsche eingegangen werden der Gemeinschaft und der Crowd, die alle mit dem Gina Brewer arbeiten. Es geht mir jetzt auch nicht im Detail darum, jede Einzelheit und jede Funktion des Gina Brewers mit euch durchzugehen. Das könnt ihr selber ausprobieren. Es geht darum,
dass der Gino Brewer ein Brühgerät ist, mit dem man eben auch experimentieren kann, verschiedene Rezepte auswählen, mit den Flow Rates zu spielen, ganz andere Sachen, also eine vielfältige Range zu machen, die App zu nutzen, vielleicht auch die Rezepte zu teilen bei der Community, die man über die App erreicht. Aber im Wesentlichen stellt sich natürlich für mich schon die Frage, für wen ist der Gina Brewer etwas und ist der Gina Brewer sein Geld wert? Und ich fasse das mal so zusammen. Der Gina Brewer ist natürlich für Ästheten, für Leute, die, denen das Design gefällt und die sich die Freude an der Materialität haben, so wie ich auch, ist es sicherlich ein tolles Investment, weil man damit Kaffee machen kann, auf unterschiedliche Weise Kaffee machen kann, kleine Mengen, größere Mengen und gleichzeitig eben ein sehr schönes Utensil in der Küche stehen hat. Mit auch ein bisschen elektronischem Spielekram mit der App und so weiter. Natürlich ist Luft nach oben offen und man könnte an vielen Punkten, kleinen Details den Gina Brewer optimieren, aber ja, ich glaube, das fällt nicht weiter auf. Wer sich jetzt nicht mit den kleinen Details aufhalten möchte, sondern wer einfach ein solides Brühgerät braucht, einfach um seinen Kaffee zu machen jeden Tag und so, und nicht herumspielen möchte, ist es mit Sicherheit nichts, sondern ist es auch einfach dann überteuert. Aber da reicht schon ein ganz einfacher V60 oder was auch immer, was man dann so als Handfilter benutzt. Da muss es nicht so ein exklusives Design sein und so. Gleichzeitig stellt sich natürlich mir jetzt schon die Frage in dieser Kurzzusammenfassung vom Gina Brewer, würde ich mir den Gina Brewer noch einmal kaufen? Und da würde ich sagen, ja, einfach weil ich ihn so wunderschön finde, auch wenn ich ihn zugegebenermaßen nur selten benutze. Für ein Rezept, das sehr gut damit funktioniert, schaut euch nochmal in der Videobeschreibung den Link an zu dem Winner Recipe von der Emi. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video mit euch, nächsten Sonntag 15:30 Uhr. Wenn ihr Fragen zum Gina Brewer habt oder auch sonst wie, schreibt, kommentiert. Und ich freue mich drauf, im Austausch mit euch zu sein und auf das nächste Video. Macht's gut, bis bald.